Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch 5 Labymod Add-ons, die euch euren Griefer Games Alltag leichter machen. Das erste Add-on ist das Scammer-Radar von New Hive. Das Ganze ist so praktisch, weil es uns nicht nur die ganzen Scammer im Scammer-Radar anzeigt, sondern auch die Trusted Mittelsmänner. Das Ganze können wir hier aktivieren, deaktivieren. Es sollte eigentlich immer auf an sein, logischerweise. Ich weiß zwar nicht, warum es so eine Option gibt, aber egal. Dann haben wir die Präfixlänge. Das können wir Icon als Icon angezeigt bekommen. Wir können es kurz, lang machen. Dann können wir uns hier die Farbe für die Scammer aussuchen, für die lokalen Scammer oder auch für die Trusted Mittelsmänner, da habe ich normalerweise grün drin stehen und hier können wir halt auch einstellen, werden sie im Chat oder nur im Tablist oder beides eben angezeigt. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Hier im Tablist sieht man jetzt zum Beispiel keinen Scammer und keinen Trusted MM. Jetzt switchen wir mal auf den CDBuild 22 rüber, machen mal die Tablist auf und direkt ganz links sehen wir einmal unter meiner Facecam ein Trusted Mittelsmann und darunter ebenso noch einen, da sehe ich auch noch einen. Aber in Scammer sehe ich gerade nicht, aber die werden euch ja dann sowieso in der Tablist oder im Chat angezeigt. Hier sehen wir es auch im Chat, das ist so wie der Clan halt in eckigen Klammern mit MM, dick grün und dann noch mit einem Haken. Und dann wissen wir hier, der neue Happy 19 ist ein Trusted MM. Da müssen wir nicht erst lange in der Liste suchen, wer ist denn gerade on, wer kann jetzt machen. Wir schreiben den einfach an. Kannst du gerade machen, wenn ja, dann macht das, wenn nicht, haben wir hier ja noch andere Trusted MMs, die uns das eben auch mal fix machen können. Das zweite Add-on ist Fulbright. Das Ganze ist nämlich sehr praktisch, weil wir kennen das alle, wir gehen zu einem Plot und auf einmal sehen wir nicht wirklich was, weil zum Beispiel die Beleuchtung nicht so gut ist oder aus sonst irgendeinem Grund. Ich mache das hier mal ganz schnell Nacht und dann gehen wir hier jetzt zum Beispiel einfach mal hier in das Haus rein und hier ist schon dunkel, weil hier jetzt zum Beispiel nichts ausgeleuchtet ist. Mit dem Fulbright Add-on, das machen wir einmal an und zack, sehen wir direkt alles. Das nächste Add-on heißt einfach Griefer Games und das hat schon sehr viele Vorteile. Hier können wir einmal Grundstücke einspeichern, das können wir auch mit der Griefer Info Mod machen, aber mit diesem Add-on geht das auch. Hier können wir Einstellungen über die Chat und Tablist eben einstellen, zum Beispiel klicken zum Antworten. Da klicken wir hier einmal auf so ein Spieler im Chat und dann macht er uns direkt die Message fertig. Was ich besonders an diesem Add-on besonders gut finde, weil es sonst nur mit Mystery Mod möglich ist, ist dieses Präfixfarbe über Spieler anzeigen. Wenn wir das ausmachen, dann oder dieses Add-on nicht haben, würde jetzt über meinem Kopf erstens der Clan nicht stehen und zweitens, oh, da gab es kurz einen Facecam-Bug, zweitens nur der ganz normale pinke Supreme-Präfix stehen. Dieses Add-on tut das aber eben hinzufügen, dass wir eben ein Präfix auch hier haben und eben auch der Clan angezeigt wird. Und das finde ich besonders cool. Hier können wir auch noch bestimmte Sachen, zum Beispiel in den zweiten Chat, auf die rechte Seite hinporten, wie zum Beispiel den Plot-Chat. Oder wenn wir hier im Chat markiert werden wollen, können wir auch eine blaue Farbe oder was anderes eben dafür nutzen. Mache ich ja zum Beispiel aus, brauche ich einfach nicht. Aber wenn ihr im Chat halt unbedingt sehen wollt, wenn euch jemand, irgendwer euren Namen im Chat schreibt, kann man das natürlich auch aktivieren. Hier haben wir Item Remover, können wir im zweiten Chat, den Mob Remover. Hier haben wir auch noch ein Item Remover mit Sound. Den kann man einstellen, wie man will. Kann man Vote-Nachrichten löschen? Halt, ich sehe gerade, hier ist sogar ein Schreibfehler drin. Hier steht einfach magische Effekte statt magische Effekte. Aber man kann zum Beispiel, es gibt ja diese magischen Prefixe, die kann man mit diesem Add-on einfach ausstellen. Da wird dann anstelle des magischen Prefixes einfach vor dem Namen dieses eckige Klammer AMP stehen. Und da weiß man, dieser Typ hätte einfach den magischen Prefix drin. Hier kann man auch noch die Transaktion speichern, die Bank in den zweiten Chat, halt ganz viele Sachen. Freunde kann man hier auch noch, ich sehe gerade, dieses Freunde hat überhaupt nichts mit Freunde zu tun, aber hier kann man auf jeden Fall das auch für die Discord-Nutzer ganz super, weil bei mir, wenn man im Discord auch auf mein Profil klickt, dann sieht man eben, auf dem City-Build ich bin oder den City-Build kann man auch im Labby-Chat hier oben anzeigen. Gut, das hat dann auch was mit Freunde zu tun, Discord-Nachricht, weil nicht, aber das sind auch noch zwei praktische Sachen, die ich auch empfehlen würde. Und unter Tastenkombination kann man hier zum Beispiel noch so ein Plot-Menü öffnen. Da muss man die natürlich auch einschweigen, das ist halt ein bisschen hier wie bei Sims, wo man das Ganze anklickt, aber ja,
Kann man eben auch noch machen, nutze ich jetzt zwar nicht, baue ich nicht, aber wenn ihr es wollt, könnt ihr es natürlich machen. Das nächste Addon heißt fast gleich, Griefer Games, nur mit Addon hinten dran, hat auch ein paar schicke Sachen und zwar unter anderem den Griefer-Wert-Support, ein Anti-Fake-Money-System, das gibt es hier bei Mystery Mod auch, durch dieses Addon wird es auch durch in Levy Mod eingeführt. Hier kann man Toggle-Chat, dem No-Magic-Prefix kann man hier auch nochmal deaktivieren. Diesen Griefer Game Support habe ich rausgefunden, macht man auf Ü auf und dann hat man hier eben diese ganzen, wirklich ganzen Items. Also ihr seht schon, hier ist wirklich alles drin. Hier können wir auch oben suchen nach Prefix und dann macht er uns hier eben alle möglichen Prefixe auf. Galaxy Farbe 2,5 Millionen, das ist schick. Vor allen Dingen, ich habe gerade rausgefunden, wenn man auf dieses Item oder hier draufklickt, dann wird es auch direkt im Browser auf der originalen Griefer-Wertseite eben geöffnet. Das finde ich auch cool. Das habe ich gerade erst rausgefunden. Ist auch mal schick. Und was das Plugin auch macht, wenn ihr auf den Server joint, dann bekommt ihr ja auch eine Nachricht. Die ist gerade hier zweimal aufgeploppt, warum auch immer. Sonst ploppt die nur einmal auf. Steht hier schon Griefer Games Add-on. Da seht ihr schon, was aktiviert ist, was nicht aktiviert ist. Und wenn ihr jetzt auf einen City-Build geht, das ist nämlich auch geil. Diese Funktion nutze ich, also beziehungsweise liebe ich schon. Ihr joint auf dem Server und instant werden alle Booster angezeigt, ob sie deaktiviert oder aktiviert sind. Und dann noch eine kurze Nachricht drunter. Du bist nun auf City-Build 4. Das letzte Add-on ist vor allen Dingen für Händler besonders nützlich. Das letzte Addon heißt Head Owner. Das Ganze ist recht unspektakulär, aber vor allen Dingen auch für Händler sehr praktisch. Man kann halt einfach rausfinden an gesetzten Köpfen, welche das sind. Das Ganze muss natürlich dann ein originaler Kopf davon sein. Wenn wir hier jetzt so einen Lucky Block Ripex Kopf hinsetzen, ich sehe ja gerade auch, dieser eine King ist im Scammerradar, wird hier auch gerade angezeigt. Ich habe jetzt hier meinen Sweeper Kopf, den setzen wir hier hin. Und dann drücken wir die Taste, die wir eben im Addon eingestellt haben. Das wäre bei mir jetzt auf Ö. Und dann gehen wir in den Chat, machen einmal STRG V und hier sehen wir schon Username Zwieback-Gesicht. Hier hinten haben wir auch die UUID, falls wir sie brauchen, aber im Normalfall eigentlich nicht. Das Ganze können wir auch mal hier mit diesem Anno-Kopf machen. Da drücke ich jetzt wieder O, STRG V, Anno 1800, also funktioniert einwandfrei. Für die Levy-Mod-Spieler kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Und so kriegt ihr auch unter anderem noch mehr Funktionen, als die Mystery-Mod hat. Ansonsten abonniert auch gerne kostenlos den Kanal für mehr Griefer Games Content und joint meinem Discord unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao, Leute.